Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Andreas Stübler. Ich bin Dozent am Studiengang Physiotherapie der Fachhochschule St. Pölten und freue mich über Ihr Interesse an meinen ersten Erfahrungen mit videobasierter Lernunterstützung im praktischen Fach Neurodynamische Tests. Sehr gern teile ich mit Ihnen meine Erfahrungen und beginne mit der Darstellung der Ausgangslage. Im Fach Neurodynamische Tests sollten die Studierenden sehr komplexe Techniken zur Untersuchung des Nervensystems erlernen. Die Lehrveranstaltung ist sehr früh, nämlich schon im zweiten Semester, angesiedelt und umfasst lediglich 7 Unterrichtseinheiten. Defizite wurden in der praktischen Anwendung der Tests, vor allem bei den praktischen Bachelorprüfungen, festgestellt. Im Moment gibt es relativ viele Videos auf YouTube zu diesem Thema, die jedoch in unterschiedlicher Ausführung und vor allem auch in unterschiedlicher Qualität vorhanden sind, was zu einer Verwirrung der Studierenden führen kann. Bisher wurde die Lehrveranstaltung eher theoretisch als praktisch abgehalten. Es gab wenig Platz für praktisches Üben und die Prüfung wurde zum Teil sogar als schriftlicher Test, ohne dass die Studierenden ihre praktischen Fähigkeiten zeigen mussten, abgehalten. Bei der Übernahme der Lehrveranstaltung stellte ich deswegen folgende didaktische Überlegungen an. Es sollte prinzipiell mehr Raum für praktisches Üben in der Präsenzphase geschaffen werden. Deswegen kam es zu einer Reduktion der Techniken auf die 4 Grundtechniken. Ebenso wurde der theoretische Input reduziert. Es wurden andererseits aber verschiedenste Lernunterlagen zur Verfügung gestellt, unter anderem auch 4 Lehrvideos, die den Studierenden über einen USB-Stick zur Verfügung gestellt wurden. Die unterschiedlichen Lehrveranstaltungsunterlagen sollten die unterschiedlichen Lernstile unterstützen. Es gab Arbeitsblätter mit Beschreibung und Fotos der einzelnen Techniken sowie die Präsentationsunterlagen des theoretischen Unterrichts. Es gab 4 Videos mit den gezeigten Techniken zur Unterstützung des visuellen und auditiven Lernens und das Üben im Präsenzunterricht und im Selbststudium sollte das kinästhetische Lernen unterstützen. Für die Videoproduktion waren 4 Personen notwendig. Der Lehrveranstaltungsleiter zeigte die Techniken vor. Eine Assistentin fungierte als Patientinnendarsteller, ein Assistent als Regieassistent und ein Student der Medientechnik führte die Kamera bzw. war für die Beleuchtung zuständig. Insgesamt benötigten wir für 4 Videos von maximal 5 Minuten Dauer 4 Stunden Videoproduktionszeit. Der Schnitt wurde nicht durch Medienexpertinnen durchgeführt. Die Distribution der Videos erfolgte über einen USB-Stick. Die Studierenden mussten davor eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben. Sehr gerne zeige ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt eines dieser 4 Videos. Um herauszufinden, inwiefern die Videos die Studierenden tatsächlich auch unterstützen konnten, wurde eine Evaluierung durchgeführt, und zwar 3 Wochen nach der Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung erfolgte in einer praktischen Form. Alle Studierenden mussten alle Techniken vorzeigen und die Erhebung erfolgte mittels eines Fragebogens. Von 37 ausgegebenen Fragebögen wurden 34 Fragebögen retourniert. Zu den Ergebnissen. Befragt nach der Häufigkeit der Verwendung der Videos, gaben 12% der Studierenden an, die Videos nie angeschaut zu haben. 56% der Studierenden haben die Videos 1 bis 3 Mal angeschaut, 29% 4 bis 6 Mal und 3% oder auch eine Studentin oder ein Student öfter als 10 Mal. Auf die Frage, wie hilfreich waren die Videos für die Prüfungsvorbereitung, gab es folgendes Ergebnis. Die Studierenden konnten hier auf einer Skala von 0 bis 10, 0 bedeutet gar nicht hilfreich, bis 10 sehr hilfreich, sich entscheiden. Es konnte ein Modus von 7 und ein Median von 6,5 errechnet werden, was bedeutet, dass die Studierenden die Unterstützung durch die Videos tatsächlich als sehr hilfreich empfanden. Ich habe vor, die Videos auch in Zukunft anzusehen, war eine weitere Frage. Diese Frage, die die Studierenden ebenfalls auf einer Skala von 0 sicher nicht bis 10 mache ich bestimmt einschätzen konnten, konnte ein Modus von 4 und ein Median von 6,5 errechnet werden. 85% der Studierenden wünschen sich mehr Videos im
Studium. 3% wollen das nicht und 12% hatten keine Meinung dazu. Auf die Frage der persönlichen Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Produktion von Videos, hier konnten die Studierenden wieder auf der 10-teiligen Skala zwischen 0 absolut keine Bereitschaft und 10 höchste Bereitschaft einteilen, errechnete sich ein Modus von 5 und 6 und ein Median von 6. Immerhin sind 8 Studierende in einem höchsten Maß bereit, auch bei der Produktion von Videos mitzuwirken. Bei der Einschätzung der Ton- und Bildqualität gab es ebenso ganz gute Ergebnisse. 67% der befragten Studierenden fanden, dass die Bildqualität sehr gut gepasst hätte. Nur 10% sahen hier einen akuten Optimierungsbedarf. Bei der Tonqualität, und das haben Sie selber wahrscheinlich auch bei der Einspielung des Videos gesehen, da hat es tatsächlich massive Defizite gegeben. Hier fanden zwar 43% der Studierenden, dass es sehr gut gepasst hätte, aber 33% meinten, das ginge so und 17% sahen einen Optimierungsbedarf. Bei der Einschätzung der Praktikabilität der Videoübermittlung mittels USB-Stick fanden 74% der Studierenden, dass es sehr gut gepasst hätte und nur 13% sahen hier einen Optimierungsbedarf. Nun mein Resümee der Videoproduktion. Es ist natürlich ein relativ großer, vor allem zeitlicher Aufwand. Es müssen die technischen Voraussetzungen unbedingt erfüllt sein, vor allem was Ton und Beleuchtung betreffen. Es ist eine technische Unterstützung für die Videoproduktion notwendig und es stellt natürlich für jede Lehrveranstaltungsleiterin und jeden Lehrveranstaltungsleiter eine massiv ungewohnte Situation dar. Praktische Sequenzen müssen häufig wiederholt werden, da diese exakt ausgeführt sein müssen. Aber demgegenüber steht, dass die Videos bei den Studierenden einen großen Anklang gefunden haben und es insgesamt ein sehr positives Feedback, nicht nur bei der Evaluierung, sondern auch bei der Lehrveranstaltungsabschließenden Evaluierung gegeben hat. Nun mein Ausblick für etwaige Neuproduktionen. Wichtig ist unbedingt ein externes Mikrofon zu verwenden. Es wird wichtig sein, vor allem bei praktisch orientierten Videos auch die Hilfe von Medientechnikern in Anspruch zu nehmen. Und natürlich wäre im Sinne des Inverted Classroom Modells auch notwendig, Studierende in die Produktion von Videos mit einzubeziehen. Prinzipiell scheint eine große Bereitschaft vorzuliegen. Für mich bedeutet es, für die nächste Phase der Lehrveranstaltung vielleicht auch den Theorieteil im Sinne des Inverted Classroom Modells auszulagern. Und eine wichtige Erkenntnis in der Produktion von Videos für mich ist, die Videos müssen tatsächlich die Studierenden in ihrem Lernen unterstützen und nicht immer perfekt sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen interessanten Überblick über meine ersten Erfahrungen bei der Videoproduktion geben und wünsche Ihnen vor allem viel Spaß und viel Erfolg bei der eigenen Produktion von Lernvideos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.